Reiter. In dieser Höhle wimmelt es nur so vor der strahlenden Schar. Wir dürfen jetzt, wo unsere Mission zu Ende geht, nicht unbesonnen handeln. Deine Anwesenheit ist nicht notwendig. Aido, was machst du hier? Bist du wohl auf? Ich werde das letzte Relikt selbst holen. Ohne Gewalt. Ich... Die Schar! Aido! Hüter, finde sie, bitte! Sie ist mein Licht! Oh.
wimmelt es nur so vor der strahlenden Schar. Wir dürfen jetzt, wo unsere Mission zu Ende geht, nicht unbesonnen handeln. Deine Anwesenheit ist nicht notwendig. Aido, was machst du hier? Bist du wohl auf? Ich werde das letzte Relikt selbst holen. Ohne Gewalt. Ich... Die Schar! Aido! Hüter, finde sie, bitte! Sie ist mein Licht! Die Sinnlosigkeit ihres Handelns erkennen. Du riskierst dein Leben für sie. Sie wird sich nie ändern. Nein. Ihr beide müsst euch der Vergangenheit stellen. Ihr könnt ihr nicht entkommen. Ihr könnt sie nicht vor mir verstecken. Aido, bitte, verzeih mir. Sie hat dich beschützt! Hör auf!
meiner Tochter, wer du wirklich bist. Sie hätte alles bekommen können. Also, nur damit wir uns nicht missverstehen. Eramis hat Mithraks Schwert an der Kehle und dann passiert nichts? Also, gar nichts? Ich dachte, er hätte noch einen Rest des Schurken in sich. Da lag ich wohl falsch. Aber bei dir lag ich richtig. Eins muss man dir lassen, Kleine. Das war echt gute Arbeit da draußen. Eramis vertrieben, sämtliche Pläne des Zeugen vereitelt und alle Teile von Nezarek nach Hause gebracht. Nicht übel. Mithrax und Eido haben jetzt die Relikte. Ich weiß nicht, was man damit bewirken kann. Aber wenn das jemand rausfinden kann, dann sie. Ich hoffe nur, es ist was Gutes. Ja. Und du darfst dich nun in einen riesen Piratenschatz stürzen. Das hast du dir verdient. Und keine Sorge wegen meines Anteils, Captain. Ich war nur froh, mal wieder einer von den Guten zu sein. Ha, zweifellos. Ich freue mich darauf, unsere Freundschaft fortzusetzen.